Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, wir ziehen heute mit dem Verbesserungshammer ein wenig los, habe ich mir gedacht. Moment, vorher müssen wir natürlich noch einmal nachlegen. Ja, ist wichtig. Man muss das Eisen schmieden, solange das Feuer... Nein, ja. So, wir haben das. Wir haben das. So, und das ganze blaue Zeug kommt mal da rein. Nochmal blaues Zeug. Nochmal blaues Zeug. Super. Aber wie schnell das inzwischen geht, dass das alles voll wird. Aber ihr werdet sehen, wie schnell wir das alles wieder verbraucht haben. Ihr wisst es. Das kann so schnell gehen bei den Ressourcen. So, das packen wir mal da unten hin. Dann kommen da rein. So, und da auch noch. So. 40 Alu, wenn ich mal denke, das wären wieder 4 Findräder. So. Super. Wir haben dabei zu viele Schrauben und zu viele Nägel. Wir machen wieder 10 Reparaturkits und dann. War das 10? Nö, jetzt. So. Und dann machen wir oben weiter. Oh, ich freue mich gerade so. Ich bin gerade so im Baumodus. Ich weiß, wir wollen ins Dorf gehen. Es tut mir auch fürchterlich leid. Für alle, die sich jetzt total aufs Dorf gefreut haben. Aber ja, meine, wir können am Ende der Folge noch mal kurz ins Dorf schauen, so kurz rein, linsen. Ja, das können wir machen. Gute Idee. Aber es wird keine reine Dorf-Folge. So, Schrauben und Nägel. Wir machen den und wir machen halbieren so. Das ist gut. So, Mike. Da, Werkzeug, los. Arbeite. So, da drüben auch? Nö, da passt alles. So, wir haben hier einen Wagen. Den bringen wir mal rauf. Moment, wir brauchen auch Brettchen mit. Brettchen. So, dann nehmen wir da gleich mal die Brettchen mit. Sehr gut. So, Ding ist leer. Wir nehmen das hier. Und super. So, und jetzt fahren wir mit dem Wagen nach oben. Yeah. So. Uah. Und den Verwässerungshammer wollten wir heute auch. Wahnsinn. Den wollten wir heute auch zücken. So. Dann haben wir hier. Wunderbar. So, wir haben eine Balustrade, hier Brüstung, 1, 2, 3, 4 und da könnten wir uns jetzt so richtig einen Geronimo-Ding machen, aber ich würde es zumachen, oder? Ja komm, springen kann man auch, wenn es höher ist. So, machen wir die mal zu. So, da fehlt ganz viel Holz. Gut. Dann gehen wir es mal holen. Von wo holen wir es jetzt? Da hinten ist er. Eigentlich sollten wir jetzt, hier, dann hier, dann hier. Da könnte man noch Brettchen nachholen. So, ein wenig trinken, ein wenig essen, ein wenig das da. So, und da können wir das aufhängen. Mitnehmen, das legen wir im Ohr. Hat er schon zusammengegessen, brav aufgegessen hat er. So. Die haben wir dabei. Ja, ich gehe dir schon aus dem Weg. Dringende Aufgaben, ich weiß. So. Geh Holz fällen, Mike. So, dann haben wir hier.
2 dazu. So. Super. Passt so. Ach, schön. So, dann kriegen wir heute aus Sicherheitsgründen die Balustrade fertig. Freut mich auch, wenn wir das geschafft haben hier. So, und da fehlen noch 2. Super. So, 1, 2. Sehr schön. Und dann sieht man Mike rumstolzieren. So, jetzt würde ich gerne hier die Verbindung machen. Das machen wir von innen besser. Besser von innen, du. So, und zwar, wir brauchen einmal die hier. Dann brauchen wir einmal die hier. So, und jetzt brauchen wir eine Säule, die das verbindet. Sonstiges, hier Säule. Ich hoffe, das passt so. Einmal da ist gut und einmal ist das hier gut. Bei was stützt das? Das ist nicht gut. Gefällt mir nicht. So. Ja, wobei es geht nur außen. Aber das will ich nicht. So wird es gehen und so wird es gehen. Das wäre natürlich auch eine feine Idee. So werden wir das machen. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch rüber. Das werden wir so probieren. Und drüben, wenn wir das parallel gestalten. Ah, wir könnten schmelzen. Auch noch gehen. Ja, aber wir haben zu viele Brettchen in der Tasche. Also. Falscher Stock. So. Uai. Also, hier eine offene Brüstung. Hier, offen. Bam. Yeah. So, dann haben wir den hier. Und dann haben wir die 2 Säulen. Sonstiges. Einmal er hier, einmal er hier. Wunderbar, na, da freue ich mich. So, und Licht werden wir dann auch noch anbringen. Das wird toll. So, und hier auf dem will ich auch noch so eine Teilbrüstung. So, und zwar hier machen wir auch eine offene. Brüstung. Hier. Einmal offen. Einmal zu. Und auf der anderen Seite auch. Hier machen wir keine Säule, wobei da könnten wir eine Säule machen und ein Dach drauf. Wir schauen mal, ob ein Dach hier passt. Das da. Oh, das würde passen. Dann machen wir das gleich. So, dann brauchen wir aber natürlich schon 2 Säulen. Sonstiges. Hier. 1 und 2. Oder werfen das Holz rein. So. Jetzt machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Ups. So. Und rüber. Ist doch gut, oder? Und da kriechen sie. Lasst sie kriechen. So, hier haben wir ein geöffnetes. Dann haben wir hier einmal ihn hier. Dann ein Dächlein. Super. Und 2 die da. So. Die auch noch. Super. So, jetzt habe ich eine Befürchtung. Aber das kleine Dächlein, das will ich mir lassen. Wenn wir nämlich hier auf die Treppe rauf wollen, steht uns dann hier das Dächlein im Weg. Ich will aber das Dächlein behalten. Entweder springt. Ach, ich bin da gerade oben. Ich habe echt keine Zeit für euch, Jungs. Okay, das ist nur eine. Das ist nur sie. Bist die da? Nein. So. Hier übrigens fehlt auch noch. So, da haben wir hier Dächer. Ach, stirb. So. Dann haben wir hier Rüstungen. Dankeschön. Dabei, die könnte man eigentlich... Nein, die machen wir nicht zu. Da machen wir so 2 halbe. Und auch mit Säule. Säule hier. Nö, geht nicht. Passt doch. So, und das machen wir auf der anderen Seite natürlich jetzt auch. So. Und rüber.
So, das wäre er hier. Also, einmal die halbe Brüstung. Also die halbe, die offene. Die offene. Ja, da geht es zum Dächlein. Dann haben wir Dächer. In hier. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch die Säule. Ja, schlimmstenfalls nehmen wir die Treppe raus. Das würde uns zwar... Also, die Treppe raus, damit meine ich... Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Diese Treppe hier. Wegen den Dächern. Wir können sie noch immer eins früher ansetzen. Hol niemanden rein, Mike. Hol niemanden rein. So, was aber hier auch noch fehlt, wir bringen den Wagen mal runter. So. So, ist dieser Balkon hier? Das muss man natürlich auch noch. Ich glaube, den werden wir auch noch. Dieser Balkon hier, der Sprungbalkon, den haben wir ja auch, aber da würde ich es gerne offen lassen. Schauen wir mal. Ja, genau, und der da, der Sprungbalkon. So, Sprungbalkon, den würde ich gerne offen lassen. Das, was man tun kann, ist hier eine Säule rein. Ja, die das hier abstützt. Das, ja. Da bin ich dabei. Nein. So. Wobei, die stimmt nicht. Ich glaube, die stimmt nicht. So, die mal weg. Bestätigen. So, Säule. Ich hätte die Säule gerne nicht hier, sondern, ja, da unten, genau. Können wir auch später machen. Genau hier. Nö, auf der... Ersetzen wir da immer an die Brüstung dran. Okay, reißen wir den mal ab. So, Säule hier. Da will er uns nicht an die Brüstung. Trotzdem mal so. Okay, wir machen mal so. So, eins rauf zum Sprungbalkon. So, das wäre hier. Wir brauchen also, wir brauchen eine Brüstung, nämlich die. Die. Und da will ich zumachen, oder? Weil da sollte man ohnehin nicht rein. Raus, rein, runterspringen. Nö. So, dann rüber. Yay! So, und da können wir noch den hier und hier wieder zumachen. So, was man auch hier tun könnte, wäre auch hier ein kleines Dächlein. Dächer, Dächer, Dächer. Und zwar beim. Und zwar beim. Und dann noch die Säule. Eins und zwei und dann noch die Säule 1 und 2. Gut, oder? Ob man da mit Dach dann noch so rüberspringen kann, so auf schön, da bin ich echt gespannt, ob das noch funktioniert. So, das war der Sprungbalkon hier. Dann haben wir hier drüben noch einen Sprungbalkon, den werden wir auch gleich so anzeichnen. So, das ist der hier. Wir brauchen Brüstungen, nämlich die da. Wir springen in die Richtung. Wir springen nicht in die Richtung. Wir springen in die Richtung. So, das heißt so und so. Dann brauchen wir Säulen. Nämlich einmal, Moment. Ja, einmal da. Einmal. Nein, nein, ja. Einmal da und einmal da. Super. Dann machen wir die Brüstungen zu. Also den Balkon eher und nicht die Brüstungen. So, und ein Dächlein drauf. Und ein Dächlein.
Dächer, Dächer. So. Und so. Ah, das sieht irgendwie schon ziemlich gut aus. Also ja, ist alles ge... Oh nein! Oh. Alles Geschmackssache. Auch das Knochenbrechen. So. Ja. Habe ich... Na, den hier. So. Schluck können wir trinken. Ich weiß nicht, heute ist so Baumodus. Gefällt mir ganz gut heute. So, was ich auch überlege, und da können wir mal schauen, ob uns das so gefällt, wenn wir die Säulen auch hier anbringen. Das heißt, wir sagen zum Beispiel so, eine Säule da, stützt den Balkon. Aber ich mag das, wenn der Weg breit ist. Ihr könnt mir ja sagen, ob es euch gefällt. Ich mag es mal weg. So. Dass der Weg ein bisschen breiter ist. So, was wir hier auch machen... Da noch eine Stütze rein. Ja, das machen wir nachher. So, da wollen wir noch den Balkon hier abstützen. Mit 1 und mit 2. Da haben wir dasselbe Thema wie vorher. Ach ja. So, ich glaube, dass das vorerst mal okay so ist. So, dann laufen wir rauf. Ja, da drüben müssen wir überlegen, wie wir das behalten mit dem, mit der Treppe da. Gut, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. So, hier haben wir dann eine Dachterrasse mit Barbecue und so weiter. Oder, was natürlich auch möglich ist, verbunden hätte ich es trotzdem gern. Also ja, hier über den Laufding. So, wenn wir hier nämlich zum Beispiel da Brüstung und da Brüstung und da Brüstung und dann haben wir da so eine Terrasse, Dachterrasse, wo wir im Sommer grillen können und so weiter. Dann stört das auch nicht, wenn wir, sag ich ja, ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert leider nicht. Oh, wie schade. Ach, wie schade. So. Sehr schade. Ja, nichtsdestotrotz. Da müssen wir mal rauf. So, hier kommt eine Wand. Eine Wand, eine Wand. Aber die werden wir später planen. Wir lassen Mike mal hier ein wenig arbeiten. Ich gehe mir dann wirklich noch bald ins Dorf. So, den können wir auch auftragen. Ups. So, wobei mitten in der Nacht im Winter ins Dorf. Heute muss sowieso eine kürzere Folge sein, tut mir auch fürchterlich leid, aber wir haben ziemlich viel gemacht, was die Balkone betrifft und das Anzeichnen. Und jetzt haben wir auch noch super Wetter. Ja. Herrlich. Schneesturm, minus 41. Yeah. So, wir gehen da mal runter. So. Das mit den Brettern ist gut. Wir machen ihn mal, ich glaube da drüben haben wir aber nichts, was wärmt, oder? Hier haben wir minus 41, super! So, ein paar Reparatursets. Das kann auf gar keinen Fall schaden. Ja, ja. Ja, ja. So. So, Mike kann frieren. So, das legen wir mal weg. Müssen wir überlegen, wie wir das machen. Jetzt zwischen den Feiertagen vielleicht. Ja, es wird gut. Es wird gut, meine Lieben. So, was wir auf jeden Fall noch machen, während es so kalt ist. Okay. Die sind immer die lautesten irgendwie.
Oh, okay. So, wir brauchen noch Sand. 1, 2, 3, 4. Ja, das wollten wir ja auch machen. Wow, was wir noch so viel vorhaben. So viel. So. Ja, ja. So, der mischt. Der mischt. So. Und er hier. Yeah. So, Zement da rein. Oh, die Kiste fühlt sich so schön. Die sind alle leer. Alle leer. Oh, seht mal, wie viel Eisen da drin ist. Super ist das. So, hallo. Machen wir das nochmal. So, hallo. So, da drüben müsste auch noch hallo. Sehr schön. Der ist eh leer. Dann haben wir den noch. Und den noch. So. So, dann schauen wir. 40 Stück hätten wir frei. Da ist eine Kiste. Wunderbar. Die Kiste stellen wir nach unten. Super, dann haben wir das heute auch noch erledigt. Wieder ein bisschen mehr geschmolzen. Und ja, wir werden die nächsten Tage ins Dorf gehen. Es hilft ja nichts. Ein kleines Abenteuer. So. Und er hier. Yeah. So. So, Geschirr, da wäre Geschirr. Wir nehmen mal 1, 2. So, 1 und 2. Sehr, sehr schön. So, das kann man auffüllen. Das kann man auffüllen. 8 Hitpoints. Super. Ja, wir leben an der... Ja. So, meine Lieben, das war es aber auch für die heutige Folge. Wow. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.